Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp Neurather, Ihr Digital Expert bei businessfragen.com. Diesmal besprechen wir, welche Schritte Sie beachten sollten, wenn Sie erfolgreich mit Ihrem Unternehmen, mit Ihrer Person, mit Social Media starten möchten. Es ist klar, soziale Netzwerke sind schon längst im Leben der Menschen wichtig geworden. Darum sollte man als Unternehmen auch hier präsent sein. Es bietet die Möglichkeit, mit Kunden in Verbindung zu bleiben oder Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, eine Fangemeinde aufzubauen und vieles, vieles mehr. Oft haben Unternehmen, häufig aber auch Selbstständige, die Angst, mit Social Media ihre Position zu verschlechtern. Unregelmäßige Postings können zu wenig Erfolg führen und vor allem zu wenig Follower. Der Mehraufwand ist zu Beginn nicht immer ganz klar und wird häufig von vielen unterschätzt. Postings können von der Netzcommunity falsch aufgefasst werden, dies schon oft zu einem Shitstorm geführt hat. Daher sei Achtsamkeit geboten. Viele Unternehmen wenden sich daher vor allem zu Beginn an einen Berater oder eine Agentur. Um sie einmal aufgezählt zu haben, die wichtigsten Plattformen sind heutzutage ganz vorne dabei: YouTube, Instagram, Facebook und Twitter. Auch WhatsApp für verschiedene Support- bzw. Newsletter-Funktionen ist sehr wichtig geworden. Vor allem in der Unternehmenswelt sind LinkedIn und Xing die richtige Plattform. Wichtig ist, dass man zu Beginn sich auf 2 bis 3 Plattformen konzentriert und diese bestmöglich mit Inhalte beliefert. Wichtig ist daher auch, dass die Zielgruppe des Unternehmens sich auf den verschiedenen Social Medias herumtreibt. Bevor Sie jetzt beginnen, die von Ihnen ausgewählten Kanäle mit Postings zu befeuern, sollten Sie noch Social Media Ziele zu Beginn bestimmen. Ein Beispiel für ein Ziel wäre, bis Ende des Monats ein Followerwachstum von 10% zu erreichen oder bis Ende des Jahres eine Community von 10.000 Followern aufzubauen. Sie sollten zudem auch einen Blick auf die Konkurrenz und auf die Branche werfen. Welche sozialen Media-Kanäle nutzen ähnliche Kanäle? Wie gehen Sie mit Kommentaren um? Wie oft wird etwas gepostet? Und vor allem, welche Qualität haben die Beiträge? Auch sollten Sie darauf Acht geben, ob Ihr Unternehmen bereits online genügend sichtbar ist. Was wird über Sie in Foren geschrieben und wo sind Sie überall zu finden? Als Ergänzung noch ganz wichtige Fragen, die Sie sich stellen sollten. Wie wollen Sie in Ihrem Unternehmen Social Media handhaben? Sollen Ihre Mitarbeiter auf soziale Netzwerke Zugriff haben oder nicht? Welche Mitarbeiter oder Abteilung ist für Ihren Auftritt in den Medien verantwortlich oder setzen Sie ganz auf eine externe Agentur? Was möchten Sie mit Social Media erreichen und mehr Kunden, höhere Online-Präsenz oder Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen? Sie sollten sich auch überlegen, wie Sie den Fortschritt Ihrer Social-Media-Ziele messen und vor allem optimieren möchten. Nun sind wir schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, Sie können unsere Ratschläge befolgen, dann steht nichts mehr im Weg für einen erfolgreichen Einstieg mit Social Media. Haben Sie Fragen über soziale Netzwerke oder sonstige, bitte hinterlassen Sie uns doch einen Kommentar in der Kommentarsektion oder schreiben Sie mir eine private Mail unter philipp@businessfragen.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Erfolg.